Jessica von Premium Mobile Kunz aus Gettorf. Ich möchte euch heute den neuen Eura 726 EF vorstellen. Wir haben den Eura Mobil hier jetzt relativ neu auf Mercedes Sprinter Basis. Wir haben ihn auf einem Alco Fahrwerk. Wir haben einen GFK Aufbau komplett ringsherum. Dach, Fußboden, Seitenteile, alles aus GFK. Das Fahrzeug ist verklebt und somit besonders verwindungssteif und ihr werdet viel weniger Fahrgeräusche im Innenraum haben. Ich zeige euch jetzt das Fahrzeug ein bisschen von innen und guckt euch einfach mal um und ich werde euch nachher noch ein bisschen Besonderheiten zeigen, aber jetzt dürft ihr euch erstmal ganz alleine im Fahrzeug umschauen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt und hattet einen guten Rundgang durch unseren schönen Eura. Ich möchte euch noch ein bisschen was vorstellen. Wir haben ja jetzt das neue Interieur Natural Heritage, aber auch, wer jetzt einen Schreck bekommt, das gute alte Chalet ist noch vorhanden, aber heute möchte ich euch eben dieses neue Interieur einmal vorstellen. Wir haben einmal die Klappen, die alle etwas gerader geworden sind. Die Innenschränke sind, wie wir es alle kennen, immer noch beleuchtet. Sie sind alle unterteilt und haben ein Regalbrett drin. Wir haben neu jetzt auch das Soft Close. Wenn wir uns die Küche hier nochmal anschauen, so wie wir es jetzt auch zu Hause haben, haben wir eine ganz dünne Arbeitsplatte, auch alles beleuchtet, sodass wir auch in die Schubladen im Dunkeln hineinschauen können. Und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen rumführen und einmal ins Badezimmer gucken. Ja, was sehr schön ist, diese Tür, die zweierlei zu benutzen ist. Wir haben einmal die Tür als zum Zumachen fürs Badezimmer, aber eben auch als Unterteilung. Aber wir können es auch hier noch einmal zumachen mit der Schiebetür, sodass wir also ein Raumbad machen können und auch hier hingehen, den Schlafraum für die Nacht vielleicht auch noch mal zumachen können und zur Toilette gehen können. Und jetzt möchte ich euch gerne noch den Clou im Badezimmer zeigen. Und zwar mussten wir uns bis jetzt immer entscheiden, ob wir bei Eura Mobil ein Fenster nehmen oder uns für einen Spiegel entscheiden. Das Ganze brauchen wir jetzt nicht mehr, denn Eura Mobil ist findig gewesen und hat das so kombiniert, dass wir uns den Spiegel einfach hinterm Schrank hervorzaubern können und so nicht mehr die Wahl haben müssen. So, ihr Lieben, jetzt muss ich den Kameramann noch mal hochscheuchen und hoffe, dass er noch mal einmal mit mir ins Schlafzimmer guckt. Denn das ist auch noch zu erwähnen für die, die Eura Mobil noch nicht gut kennen. Wir können die Betten hochmachen und kommen so von oben an die Schränke ran und wir können auch direkt in die Garage kommen. Na, hier immer der Vorteil, dass ich zum Beispiel auch meine Jacken nicht in die wunderschöne Dusche hängen muss, sondern die kann ich hier in die Garage hängen. Die Garage ist beheizt und isoliert und somit trocknen die Jacken da auch und ich kann sie trockenen Fußes wieder aus der Garage rausnehmen und mich im Wohnmobil damit anziehen und dann nach draußen gehen. Ja, das sind eigentlich schon so ein bisschen die Highlights aus unserem neuen Eura Mobil und ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht und ihr kommt hier bei uns vorbei und guckt euch das Fahrzeug live an, denn wir haben einen davon stehen.